Kennst du nicht Peter Bullim? Der das Leben der Bäume, der das soziale Verhalten von Bäumen. Ach so, das soziale Verhalten von Bäumen? Ja. Die gehen in die Disco, machen sich an. Hey, ja. Hey, Problem, was bist du für ein Baum? Komm doch her, wenn du was willst. Nein, aber ist bestimmt ein guter Mann. Weil sehr guter Mann. Ich liebe Bäume. Wie weit geht diese Liebe? Nur damit wir. Je nachdem, was für Substanzen man so zu sich nimmt. Verstehe. Jetzt sind wir im Bereich des Schamanismus. Schreibt da der Wohlleben drüber? Nee, mit Schamanismus hat er nichts. Dann schreibe ich dazu. Also die Schamanismusgrenze ist noch nicht erreicht. Übrigens nicht, dass das jetzt als Missverständnis hier rüberkommt. Ne? Also, dass diese Geräusche sind wirklich, weil ich die ganze Zeit furze. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Mit der Maske. Ich hab dich. Bist du schon die ganze Zeit? Ja, ich hab hier. Ich saß da. Es ist so schön, dich mal wiederzusehen. Es ist schon so lange her. Ich freue mich auch. Und du bist jetzt wieder richtig auf Tour, ne? Das ist ja jetzt heute ein Tourauftritt. Ich habe tatsächlich heute in der Jahrhunderthalle einen Auftritt. Mhm. Und verbinde das natürlich mit einigen Dingen, wie zum Beispiel, meine Mutter schaut heute vorbei. Ernsthaft? Ja. Ach, ist das sweet. Die guckt sich, die weiß noch gar nicht, dass ich im Programm auch über sie ein bisschen lästere. Ja, ich freue mich auf Auftritt. Kann ich Freundinnen mitbringen? Oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und da dachte ich mir, das ist dann mal eine gute Idee, wirklich mal meine Wurzeln zu zeigen. Nicht nur in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob wir Frankfurt heute überhaupt schaffen, sondern einen Vorort vor Frankfurt, Maintal-Dörnigheim. Weil da habe ich meine ersten 12 Lebensjahre verbracht. Das waren schöne Jahre. Wenn ich zurückblicke, schwierige Jahre. Aber als Kind empfindet man das irgendwie gar nicht so. Sondern wir hatten zwar keine Kohle, meine Eltern hatten eine sehr schwierige Beziehung, haben sich früher später auch scheiden lassen. Aber wenn ich zurückschaue, denke ich immer so, ich habe immer gute Erinnerungen an Maintal-Dörnigheim. Ja. Und was heißt die ersten 12? Das heißt Grundschule, Kindergarten, Freunde von früher. Und genau, so. Freunde von früher, Kindergarten, die Grundschule war das. Dann lass uns doch da mal hinfahren. Sehr gerne. Nehmen wir meinen Maybach oder euer komisches Redaktionsfahrzeug da? Ich würde dann deinen Maybach nehmen. Sehr gern. Obwohl, da ist einfach kein Platz, wenn ich mich breit mache. Das, ja. Es tut mir wirklich leid. Dann nehmen wir unser Produktionsfahrzeug. Das wäre nett. Ja, das ist ein Junifluss. Ist aber auch hier am Flughafen Frankfurt, ist das verwirrend. Ist wirklich so. Jetzt müssen wir zu Tor 2, oder was? Okay. Oh, hoffentlich ist da nicht der Zonk. Seit wann wohnst du jetzt eigentlich in der Schweiz? Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Die Frau? Etwas über 10 Jahre? Also mit der Schweiz war ich schon immer verbunden, weil mein Onkel, der Vater meines, der Bruder meines Vaters, ist in die Schweiz eingewandert. Die lebten so arbeiteten vier, fünf Jahre zusammen, mein Vater und sein Bruder. Und dann sagte irgendwann mein Onkel zu meinem Vater, ich glaube, das Land zu klein für uns beide, geh mal besser in Deutschland. Und nein, der hat einen Job gefunden. Und dann bin ich in Frankfurt am Main auf die Welt gekommen, anstatt in Zürich, so wie meine Cousins. Ich hatte immer einen Bezug, auch die Sprache fand ich lustig, dass die Velo sagen statt Fahrrad. Und das klingt alles ein bisschen niedlicher, ne? Es ist ja auch immer so diminutiv, immer so eine Verniedlichungsform. Auch, ja. Könnt ihr ein bisschen zur Seite, ich misch mit meinem Wägeli. Es ist alles so ein bisschen. Alles wird auf die Größe der Schweiz zurechtgestutzt. Als ich meine Frau kennengelernt hatte und sie sagte, warum soll ich zu dir nach Köln ziehen? Damals habe ich in Köln gelebt.
du bist doch sowieso den ganzen Tag unterwegs. Ja. Spielt doch keine Rolle, ob du den Zürcher Flughafen benutzt oder den Kölner Flughafen. Sie hat vollkommen recht. Und ja, dann habe ich das gemacht und gar nicht bereut. Also ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz. Ich glaube, du musst hier, genau. Der. Ah ja, das ist der. Mich irritiert so ein bisschen. Ich habe so ein 3D-Navi und deswegen kann ich die Spuren besser. Aber ist egal. Natürlich hast du ein 3D-Navi. Entschuldigung, das ist eine öffentlich-rechtliche Produktion. Wir haben nur ein 2D-Navi. Und in Köln warst du natürlich, weil du da viel Fernsehen gemacht hast, weil halt Köln immer noch die Stadt ist, in der das meiste Fernsehen stattfindet. So. Genau. Nach dem Ende von Was guckst du, wusste ich nicht so recht, wohin mit mir. Man kann ja sagen, du warst und bist natürlich immer noch, aber damals im Fernsehen top-notch. Also du hast ja alles erreicht, was man erreichen kann. In sehr kurzer Zeit. Genau. Und in einem sehr jungen Lebensalter auch, wo man ja auch mal vielleicht erstmal ein bisschen braucht, um das zu verarbeiten. Und ja, auch die Gefahr besteht, dass man sich selber auch ein bisschen zu geil findet. Ne? Wie hast du das in den Griff gekriegt? Das letzte war nicht so der Fall, weil ich aber eine sehr schwierige Kindheit hatte, die mir nicht wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben hatte. Zwar habe ich mit der Bühne etwas gefunden, wo ich auf der Bühne oder in meinem Craft, in meinem Beruf sehr viel Selbstvertrauen hatte, weil ich spürte, dass ich das kann und so weiter. Aber wenn die Kameras aus waren oder ich ging von der Bühne runter, war ich jetzt nicht wahnsinnig glücklich. Das heißt, das hat sich immer so ein bisschen egalisiert. Also es hat wirklich viele, viele Vorteile, dass du schnell, früh zum Erfolg kommst, dass du bist ruhiger, was gewisse Sachen betrifft, deine Existenzängste werden kleiner. Also es hat Vorteile. Und es gibt da so eine schöne Anekdote, dass ich nach der zweiten, dritten Folge, und ich hatte noch gar kein Geld gesehen, weil ich noch keine Rechnung geschrieben hatte, weil ich noch gar keine Buchhaltung hatte, weil ich kein Management hatte, also es ging wirklich so schnell. Nach der dritten oder vierten Folge joggte so ein Typ an mir vorbei, sah mich, blieb stehen und sagte, hey, das ist so eine geile Sendung, die du da machst, die ist so... Und ich habe mich richtig erschrocken, weil ich von einem wildfremden Menschen angesprochen wurde auf etwas, was ich zwar gerne gemacht habe und wo ich mitbekommen habe, dass das gut ankommt. Und das wirklich erfahren auf der Straße, das ist was, das macht was mit dir. Und da stand ich da und habe mich erst erschrocken, weil ich kannte bis dato wildfremde Menschen, die stehen blieben, hieß sowas wie, du schuldest mir noch Geld. Hast du die Brieftasche gezückt? Genau. Ja. Er blieb stehen, ich so, fuck, wie viel schulde ich dir? Boah, die kann ich nicht leiden. Von rechts wohl, ne? Diese Säcke. Ganze, ja. Nein, weil wir haben uns von Anfang an, jetzt pass auf, jetzt, das so erkennst du mich mal, du bist von Anfang an in deiner Spur, die, sagen wir mal, befüllter ist als die anderen Spuren. Und das machen die in allen Ländern. In der Schweiz gibt es diese Assis auch. Die gehen dann und tun so, ach, ich musste nach Darmstadt. Und dann in der letzten Sekunde sagen die, oh, ich muss hier doch auf diese Spur hier. Und der, ich weiß nicht, was FB ist. Voller Bumstrottel. Dieser Depp, der kommt wahrscheinlich hier aus der Gegend. Ich habe keine Ahnung, was FB ist. Und in den Momenten werde ich echt zum Wutbürger. Ich wünschte mir, ich hätte so eine Dashcam und dann könnte ich den anzeigen. Und dann überlege ich mir, was ich alles, ob ich ihn direkt in seinen Auspuff und seinem blöden Kia da reinstopfe. Oder und wahrscheinlich nicht. Ist es ein total netter Mann. Wahrscheinlich hat er 4 Kinder. Eins davon ist krank. Und FB ist Fürstenfeldbruck, ja, ganz am Arsch der Welt. Aber vielleicht hat der Typ wirklich keine Ahnung, wo er hin musste. Vielleicht transportiert er gerade Blut oder ein Organ. Ja, oder der muss ins Krankenhaus, weil seine Frau entbindet. Also ich mag ihn jetzt, ehrlich gesagt. Ich auch. Ich finde ihn richtig nett. Komm, lass ihn überholen und ausbremsen. Okay! Und einen Kaffee trinken. Ich glaube, jetzt müssen wir auch assi sein und du musst auf die rechte Spur. Achso, ich dachte, es sind 2 Spuren. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade auch an dem Kia vorbeigefahren. Oh oh, ich sehe da was auf uns zukommen. Oh nein, jetzt muss ich auch assi sein. Was für ein Nummernschild hast du? Oh Gott, oh Gott. Stimmt, wir müssen nach Maintal ganz rechts. Oh nein, wie unangenehm. Guck mal, ob der hier vielleicht, der sieht so aus, als ob du da Platz hättest. Jetzt mach ich's. Ich mach's jetzt. Ich mach's, sorry. Oh Gott. Oh Gott, aber das ist doch ein... Ah, nee, der lässt mich nicht, siehst du? Nee, lässt dich nicht. Der will das nicht. Zwischen die zwei... Nee, da ist einer. Hier. Der lässt dich nicht. Lässt mich auch nicht, ne? Doch, 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 er lässt mich. Ah, super. Vielen Dank. Ja, das ist... Oh, jetzt kommen gerade so viele Erinnerungen. Dahinter sind die Wohnblöcke, wo ich aufgewachsen bin. Die ganzen Häuser gab es hier damals noch gar nicht. Das ist alles später dazu. Das ist meine Bushaltestelle. Das ist die Kennedy-Straße. Und ich habe früher als Kind wirklich gedacht, der JFK wäre hier lang gefahren. Und hier erschossen. Und deswegen. Und hier Elektroladen. Den gibt es immer noch. Wahnsinn.
Und hier war Frau oder meine Grundschullehrerin, die ich mega verknallt war. Hier war mein Spielplatz. Und also, Frau war... War meine Grundschullehrerin, die war ich total verknallt. Und hattet ihr was da miteinander? Das ist das alte Schulgebäude. Sogar die Kritzeleien da sind original. Also ich weiß nicht, wie alt die sind, aber als ich 6 Jahre alt war, waren die schon da. Wir dürfen da rein übrigens, weil ich glaube, da vorne erwartet uns nämlich schon, wenn wir die angucken wollen, die Kritzeleien. Ja, aber ich hasse Lehrer. Ja, das war ein Witz, alles gut. Ich war in meine Lehrerin verknallt damals. Die, ja, hast du hier, Frau... Hatten, du, aber... Oh. Hey. Oh, ich war irgendwie immer schlecht drauf, wenn ich mich nicht bewegen konnte, auch zu Hause nicht. Meine Mutter hat kann ich raus, zu meiner Mutter gesagt. Ich wollte nicht in dieser kleinen Wohnung bleiben, bin immer rausgerannt. Wir sind immer auf Bäume geklettert und für uns waren Bäume Piratenschiffe. Mhm. Und haben einen Sturm simuliert. Halt euch fest, ein Sturm kommt. Die anderen geht, ein Sturm kommt. Ah! Man muss irgendwie selber unterhalten. Gehst du denn mit deinem Kind? Du hast ja ein Kind. Ja. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Okay. Wirst du denn da Wert drauf legen, dass du sagst, weg mit dem iPad, kletter mal auf den Baum. Ich will aber nicht, kletter jetzt auf den Baum. Ich habe aber Angst, du kletterst jetzt auf den Baum. Ich glaube, ich versuche beides zu vereinen, so in meinem Leben. Und wahrscheinlich würde ich das so auch mit meinem Sohn probieren, dass ich einfach sage, hey, beides ist cool, übertreib mal beides nicht so und einfach ausgeglichen durchs Leben gehen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Ja. Und dann darf er halt einfach nur YouTubes Video angucken auf dem Baum. Genau, oder von Bäumen. So. Also das weiß ich, dass das vor 40 Jahren da, und ich bin mir nicht sicher, ob ich an einem Pferd mitgemalt habe oder nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe an irgendeiner Wand Ausländer raus habe ich drauf gemalt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich selber einer bin. Nein, im Ernst. Das ist ein Zebra, glaube ich. Das könnte das zweite, eins von denen. Das könnte sein, dass ich einfach nur die schwarzen Punkte da reingeballert habe. Aber es sind sehr schöne schwarze Punkte. Mhm. Und was hat denn das Pferd mit dem Zebra vor? Kaya, was also machen? So wie es grinst, bin ich froh, dass die Malerei nicht weiterging, was danach passierte. Also warst du eigentlich ein angepasster, braver Schüler oder warst du schon auch der Lustige? Eher brav. War jetzt keiner, der sich gekloppt, gestritten oder sonst was hat. Und einfach wahnsinnig verliebt in diese wunderschöne Frau. Das hast du jetzt so oft erwähnt, das muss echt eine tiefgehende Sache gewesen heute sein. Heute noch. Es war, also die Frau war so eine unfassbar gepflegte, gut aussehende Frau. Sie war groß und sie hatte noch ihre Haare so hoch. Wie sagt man, hochtypiert gehabt. Das heißt, sie wirkte noch größer. Ihre Haare alleine waren, glaube ich, 1,50 Meter hoch. Und sie hatte die Dinge gehabt, die mich heute noch faszinieren. Diese Kleinigkeiten, die Frauen haben, die wir Männer leider nicht uns zur Verfügung. Natürlich hat sich das jetzt teilweise aufgeweicht, aber damals. Redest du von Brüsten? Ich komme gerade nicht drauf. Diese Dinge, da haben wir nachgeholt. Was hat sie denn? Diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel wunderschöne abgestimmte Ohrringe mit der Halskette, mit den gepflegten Fingernägeln, der Farbe der Fingernägel, die Ringe, die Armreife. Die hatte wirklich alles. Die hatte wirklich alles, was zu so einer Grande Dame dazugehört. Für mich war das jetzt wirklich keine Lehrerin, unter der man sich eine normale Lehrerin vielleicht vorstellt, so, sondern wirklich eine Grande Dame, die vielleicht auf einen roten Teppich gehört. Und das hat mich damals so dermaßen beeindruckt. Weil ich habe das vorher noch nie gesehen und da klimperte es ständig bei ihr und sie hatte 100.000 kleine Gadgets und ich war total fasziniert und da bin ich heute noch von fasziniert. Wenn Frauen so ihre ganzen Tricks und ihre ganzen Klimperkrams auspacken, da gucke ich wahnsinnig gerne hin und es erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Aber, und ich hatte später bei ihr auch Pianounterricht gehabt und sie wohnt ja nicht weit von hier. Und da habe ich ehrlich gesagt... Wo sie wohnt? Ja, es war bei ihr zu Hause. Mhm. Ja. Meine Klavierlehrerin. Ja. Du hast vollkommen recht, das fällt mir auch gerade ein. Aber leider kam es nicht dazu. Nichtsdestotrotz... Zum Klavierspielen. Meine Eltern haben sich gewundert, wir zahlen so viel Kohle. Und er kann Das habe ich gelernt in 4 Jahren. Der kann noch nicht mal richtig den Flohwalzer. Was hast du da eigentlich getrieben? Wir kamen nicht dazu.
Oh Gott. Ja, dann gehen wir doch jetzt mal dahin, wo du deine erste Scheidung hattest, nämlich in der Kita. Ja. Hier ist übrigens der Baggersee, der im aktuellen Programm vorkommt, Nein. wo ich mit 8 Jahren eingebrochen bin im Winter. Bin ich diesen Baggersee eingebrochen, an dem sind wir gerade vorbeigefahren. Eingebrochen im Sinne von auf Eis ins Wasser gefallen oder illegal über den Zaun irgendwie reingestiegen? Genau, eingebrochen in den See. Hände hoch, Fische her. Nein, das ist... Los! Das sieht ja super aus. Stau. Ja, hey, also ich bringe dich auf jeden Fall rechtzeitig zu dem Auftritt zurück. Ich meine, das ist Frankfurter Jahrhunderthalle. Ich habe es nicht mal in die Jahrzehntehalle geschafft. Das ist die voll? Also gehen 2000 Leute rein oder so, ne? Ja, knapp 3, 2, 7. Ja, ist voll, ja. Also in diesen Zeiten, dass die Leute Bock haben auf Comedy, aber auch, dass ich die Halle voll kriege, ohne irgendeine Präsenz. Ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht mal plakatiert. Du willst ja kein einziges Plakat von mir sehen. Das ist tatsächlich so, weil es heißt ja auch immer, damit argumentieren ja auch immer gern so Fernsehleute, du brauchst das Fernsehen schon, ne? Um deine Touren zu verkaufen. Vergiss das nicht. Dachte ich früher auch. Ja. Aber ich bin ja kaum noch im Fernsehen. Genau. Seit Jahren nicht. Und warum eigentlich? Die Hallen voll. Weil ich nicht im Fernsehen bin. Das ist ja, man könnte jetzt annehmen, man bekäme keine Angebote, aber das ist ja in deinem Fall nicht so. Ja, die Angebote, die ich kriege, sind scheiße. Die sind einfach richtig kacke. Und ich weiß nicht, ob die schon immer kacke waren. Und ich habe damals ein paar Sachen mitgemacht, die kacke waren. Also kann sein, dass ich mich verändert habe. Kann aber auch sein, dass die Branche sich verändert hat und alles so belangloser geworden ist. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Oder beides passiert gerade gleichzeitig. Und da habe ich ja seit Jahren schon gedacht, okay, aber was wichtig ist, weil sonst würde ich aufhören, ist, die Leute wollen mich sehen. Ja. So, das ist ja eigentlich... das, was am wichtigsten ist. Aber die Strukturen zwischen den Leuten und mir, die sind halt nicht günstig für mich. Und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Aber ich habe Vermutungen, wie zum Beispiel in der Fernsehbranche gelte ich halt als schwierig, weil ich ganz viele Sachen abgesagt habe oder die ich zugesagt habe. Da habe ich heftigst diskutiert, wie sehr mir etwas nicht gefällt. Es gibt sehr viele Produzenten, die wollen nicht mit mir arbeiten, weil ich gesagt habe, das ist scheiße, was sie da produzieren. Das sage ich aber auch. Ja. Aber dann auch so in der Pandemie merkte ich so, jetzt habe ich die Bühne nicht, jetzt habe ich kein Fernsehen. Was können wir denn machen? Und dann musste ich mich tatsächlich umorientieren und habe dann halt geschaut. Dann habe ich einen Twitch-Kanal aufgebaut. YouTube habe ich dann 2 Kanäle gestartet. Das ist noch jemand, der rennen will. Ein sehr, sehr engagierter Kameramann. Der macht jetzt ein Bild, wie wir hier vorbeifahren. Wichtig ist, dass wir jetzt das gar nicht, also ihn jetzt gar nicht angucken dabei. Ja. Ich meine, das wird ein tolles Bild. Wir halten einfach gleich wieder. Ja. Und jetzt dürfen wir auf keinen Fall also richtig so in die Kamera reingucken. So zum Beispiel. Das wäre ganz falsch. Nein, wir gucken in die GoPros. Ja. Aber du warst bestimmt ein total süßes Kind. Ich kann mir vorstellen, dass du so richtig auch so goldig ausgesehen hast wahrscheinlich. So eins, wo immer die Tanten kamen und so geknuddelt haben und so. Das Problem ist, ich hatte lange Haare. Die gingen voll gut hier. Und ich sah immer aus wie ein Mädel. Und Kaya kannte man nicht. Kaya könnte auch als weiblicher Vorname durchgehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter irgendwie Bekannte getroffen hat. Ja, und das ist der kleine Kaya. Oh, das ist aber ein süßes Mädchen. Ich bin kein... Ich ging mal damals so auf und sag, ich bin... Yeah! Und jede Gruppe, also jede Farbgruppe hatte auch ihre eigenen Spielsachen. Wie zum Beispiel diese ganzen Matchbox-Autos. Ah, super cool. Genau. Also hier steht jetzt eins. Und ich hatte damals diesen blauen Fleck. Und... wie gesagt, ich will das nicht immer wiederholen, aber wir hatten damals ja keine Kohle und ich habe wahnsinnig gerne mit diesen Autos gespielt. Ich wollte mit diesen Autos auch zu Hause spielen. Hast du eins geklaut? Eins. Es gab einen richtig guten Bagger, der tief graben konnte, weil er
eine sehr spitze, eine scharfe Baggerschaufel hatte. Und da gab es so einen Scheißbagger. Und alle wollten den mit der spitzen Schaufel haben. Und da gab es schon die ersten Machtkämpfe. Da gab es einen Kumpel von mir, der Claudio, der dann immer so, das ist mein Bagger. Da gibt's noch. Ich guck mal, dass ich Fotos finde, wo ich einmal auf diesem Bagger war. Und ich glaube, ich habe das Foto noch, wie der Claudio so schaute. So, hey, das ist ja meine Bagger. Ne? Und guck mal, da haben die Jenga aufgebaut. Stimmt. Das ist ja wirklich, also wer hatte, Entschuldigung, wie, was für große Kinder sind das denn? Und wie konzentriert sind diese Kinder? Das ist doch kein Kindergarten, das ist doch Dokumenta 2022. Frau Körner. Das ist was? Kein Jenga. Was ist das? Das sind Kaplersteine. Kaplersteine? Kaplersteine nennen sie es. Bei uns hieß das Jenga. Ja. Ja, Jenga ist die kleinere Version. Aber das ist schon so, dass wenn man jetzt da unten dran zieht, dann fällt es in sich zusammen. Man könnte es mal testen. Nein, das machen wir nicht. Das wäre gemein, weil da haben sich ja Kinder Mühe. Oder haben Sie das gemacht? Nein. Okay. Ach, schön. Und welches Experiment ist hier gerade? Da wird. Dreh's mal rum. Ja. Umdrehen und die Flasche drehen. Oben. Die obere Flasche schnell drehen. Ein Tornado machen. Drehen. 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 Wie? Obere Flasche drehen? Wie? Ja. Schnell, schnell, schnell. Ah, ein Tornado machen. Verstehst du? Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, einen Katheter legen oder sowas, aber das ist. Naja, da. Also, das ist nicht die, die wir hatten. Die ist schon moderner. Und da musste man immer Zähne putzen auch, musste man immer dann zusammen. Habt ihr das auch gemacht? Zähne putzen, war gar nicht mehr. Zähne putzen haben wir immer zusammen, wenn es Essen gab. Ich hatte immer schlechte Zähne. Ich auch. Aber ich habe auch meine Zähne nie wirklich gut geputzt. Es gab erst als ich 30 war und einfach die Schnauze voll hatte, jedes Mal zum Zahnarzt zu gehen. Das hat jetzt mir Herr Jana, wenn sie einfach nur anfangen würden zu putzen. Ich meine, ich freue mich. Ich ganz Kleinwagen in ihrem Gebiss verbaut. Und dann habe ich wirklich angefangen mit Zahnseide, mit Zähneputzen, mit Mundspülung, mit allem möglichen Pipapo. Und seitdem ist es auch richtig gut geworden. Aber ich habe pflegeintensive Zähne, ja. Mit 30 erst angefangen, richtig erst Zähne mit zu 30, so richtig, ja. Das ist ja gut. Ich hatte auch ganz schiefe Zähne bei den Plakaten 2003 war das. Da hat es eine riesige Plakatkampagne gemacht, wo ich so den Mund auf hatte und geschaut hatte und dann die Zähne so. Und dann hast du so diese riesigen Plakate gesehen und dachte, ich glaube, ich mach mal was. Dann bin ich da zum Kieferorthopäden und hat er gesagt, ja, ich habe die Plakate auch gesehen. Ich habe mich schon gefragt, wann sie kommen. Und. Reflex, alles gut, alles gut. Die wollen woanders hin. Ich weiß jetzt auch nicht, aber du hast ja noch einen Auftritt vor nicht wenigen Leuten. Also wie ist es zeitlich so, wenn ich dann spät haben wir? 4:30. Dann würde ich mal sagen. So langsam, ne? Wo kriege ich meine Kohle jetzt? Die ist. Was ist das denn? Ist es okay, wenn ich hier parke? Ja, ist kein Problem. Was ist denn da überhaupt drin in diesem? Ist es dein Trailer? Meine Gags sind da drin. Dafür ist der Truck doch aber viel zu klein. Und sag mal, jetzt, das ist ja tatsächlich jetzt, ich muss es jetzt, weil hier sozusagen Figuren sind, wo man ja heute sagt, oh, umstritten. Ja. Also ein Ranji zum Beispiel, würde man, also zum Beispiel Apu bei den Simpsons. Ja. Ne? Gibt's nicht mehr. Wird nicht mehr gesprochen. Ja. Weil man sagt, beziehungsweise der Synchronsprecher selber sagt, es sei rassistisch. Ja. Wie siehst du es? Ja, ich hatte letztes Jahr auch so eine Diskussion. Da gab es wahnsinnig viele Presseanfragen, Spiegel und dies und das und jenes. Und soll mich doch dazu äußern? Ich habe gesagt, ja, wir können gerne das Ganze diskutieren. War für mich natürlich total neu. Habe irgendwie 20 Jahre lang den Ranjit gespielt, alle haben es gefeiert und plötzlich ist halt, das ist Brownfacing. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass das Kunst ist, wenn ein Schauspieler in eine Rolle schlüpft. Und ich habe halt eine Figur erschaffen, die lustig ist und, sagen wir mal, das Indische zwar als Backdrop benutzt, aber nicht wirklich in seinen Stand-ups, in seinen Sketchen zum Thema macht. Also du siehst jetzt nicht jeden Sketch von Ranjit
okay, jetzt müssen wir über heilige Kühe reden. Okay, jetzt müssen wir über Räucherstäbchen, jetzt geht's um Yoga. Sondern es war ja eine eigenständige Figur, die auch einen Kinofilm gedreht hat, wo er einen Geheimagenten gespielt hat. Das heißt, dieses, oh, der spielt Stereotype, ist ja in Ranjit, bei Ranjit nicht der Fall, weil der ist ja keine Stereotype. Stereotype war der indische Rosenverkäufer. Mhm. Und dann kam ich auf die Idee, auf Facebook, da habe ich halt die größte Reichweite, 1,6 Millionen Leute, habe ich gesagt, ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Inder persönlich, also 3 oder 4. Ich frage jetzt einfach mal so viele Inder, wie ich erwischen kann. Und da gab es eine Riesendiskussion, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, so 50, 60, 70 Inder habe ich irgendwie erwischt. Und davon haben über 90% gesagt, mach das, überhaupt kein Problem. Wir haben kein Problem damit. Und dann fand ich die Diskussion so ein bisschen scheinheilig oder seltsam. Worüber reden wir? Geht es jetzt darum, wirklich die Gefühle von Indern zu ergründen, ob sie sich durch die Figur eventuell verletzt oder falsch dargestellt fühlen? Was ich ehrlich gesagt sowieso dämlich finde. Ich bin Komiker und kein Psychologe. Und es geht nicht darum, eine komische Witzfigur zu zeichnen. Und es geht nicht darum, eine Figur zu zeichnen, die alle Inder repräsentiert. Das ist total dämlich. Das ist ein Anspruch, den kann die Comedy gar nicht erfüllen. Es geht ja auch darum, in der Comedy zu übertreiben oder vielleicht auch absichtlich etwas falsch darzustellen, weil wir alle wissen, was richtig ist. Es ist viel, viel komplexer, als diese ganze Diskussion eigentlich bis jetzt hergegeben hat, finde ich. Aber ja, es ist eine gesunde Diskussion, sage ich immer. Und ich finde die auch spannend, die Sachen. Ich gehöre nicht zu den Typen, die sagen, ihr habt das immer so gemacht, das wird immer so gemacht werden. Das mache ich nicht. Mhm. Ich finde es interessant, ich stelle mich denen auch, aber ich höre auch genau zu und denke auch wirklich genau drüber nach. Ich finde es halt schade, wenn man einfach Kunst zerstört wegen Argumente, die nicht wirklich greifen oder wo einfach das Gefühl hast, auf der anderen Seite, der will einfach diese Comedy nicht sehen oder diese Figur nicht sehen aus komplett anderen Gründen. Also ein bisschen schwierig. Als Geleitschutz. Einmal Comedy, immer Comedy. Aber du hast hier wenigstens, Platz habe ich? Gar nichts. Eine Pritsche hast du. Hast du die mitgebracht? Ja, die bringe ich selber mit. Die bringst du selber, okay, das ist traurig. Es gibt keine Couch oder irgendwas. Es gibt eine Couch, aber auf die kannst du nicht hinlegen. Ja, man lernt natürlich mit der Zeit dazu. Und was machst du kurz vor dem Auftritt? Kurz. Onanieren? Was? Ich einfach mal gucken, was du dazu sagst. Ja. Nein, wär Sport, okay. Es wäre Joggen gewesen, aber gut. Also, nein, tatsächlich nicht viel vorm Auftritt. Ich mache so ein Powernap und hänge eigentlich nur so ein bisschen rum. Ich bin gar nicht so bei mir. Ich bin eher so bei der Atmosphäre. Ich gucke dann so auch Lunze durch den Vorhang, schaue mir so die Gesichter an und versuche so ein bisschen aufzusaugen, wie die Atmosphäre ist. Und was dem Publikum manchmal nicht bewusst ist, dass wie sie klatschen und wie sie auf mich reagieren und wie sie lachen, mir wahnsinnig viel Energie und Kreativität gibt und ich Gags erzähle, die ich nur auf der Bühne erzähle und vorher nicht geschrieben habe. Ja. Das ist richtig geile Zeugs. Das entsteht mit dem Publikum. Das ist wie auf einer Party, auf die du gehst, wo alle wissen, es wird eine geile Party. Ja. Und das ist eigentlich das Schönste. Das wird jetzt eine schöne Party. Ja. Ich danke dir sehr, dass ich die Vorband sein durfte deiner Party. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, ebenso. Es war schön, dich mal wiederzusehen. Bleibst du nicht in der Garderobe? Was? Ach so, bleibst du gar nicht da drin? Nein, ich wollte dich... Ach so, rausbringen, verstehe. Ich wollte einfach nur sicher gehen, dass du gehst. Ja. Na gut. Danke. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht auch eine Wette eingehen können und was als nächstes Tattoo du gleich dann nehmen. Ich habe gelernt, dass ich hier inzwischen in Wetten mit Wetteinsätzen wesentlich vorsichtiger umgehe. Geil, ja. Wie wär's mit einer Wette? Ja. Was hast du denn gewettet und verloren? Ich habe gegen Materia eine Wette verloren und musste mir ein Tattoo machen lassen. Jetzt wollen wir die natürlich alle sehen. Den gibt's zu sehen in der Kurzstrecke. Klickt doch da mal drauf. Lasst ein Abo da, betätigt die Glocke. Lasst euch beglocken. Ja. Abonniert uns. Daumen nach oben. Nach unten gibt's ja nicht mehr auf YouTube, habe ich gesehen. Und wenn, wäre er verboten. Wie? Was? Der Daumen. Wieso? Was? Also ich würde das verbieten, dass Leute Daumen nach unten machen. Ach so, ja, da sowieso. Ja. Ja.